So, und damit herzlich willkommen, meine lieben Leute. Hallo, Hallöchen YouTube, an alle, die sich das dann später angucken. Ich hatte gerade ein kleines Problem gehabt, denn mein PC hatte nicht so viel Speicherplatz anscheinend gehabt und deswegen muss ich die Aufnahme kurz abbrechen und neu starten. Und ja, ein Herz für Blackscreens. Ja, Mann. Kuss geht raus, Ehrenwasi. Ehre geht raus, Allah. Kuss auf die Ehrenuss. So. Laut Jan Kunzmann kommen da keine Credits. Okay, das heißt, das, was ich jetzt mit Sigurd beim letzten Part gemacht habe, mit Basim und so, war jetzt quasi das Ende vom Spiel. Also war es jetzt das Ende, weil mit Randvi kann man ja nochmal einen Verbündeten-Dingen dort machen. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ich habe nicht nachgeguckt. Habe ich for real einfach vergessen. Das gehört ja eigentlich auch zur Hauptstory dazu. Weil wenn da noch ein Verbündeter ist, dann ist es ja immer noch Hauptstory-relevant. Weil der Konflikt mit König Alfred bleibt ja immer noch bestehen. Und ich habe jetzt keine Ahnung, ob dieser Verbündeten-Grind, den ich dort mache, ob es was mit König Alfred zu tun hat, weil wenn es was mit König Alfred zu tun hat, dann ist es ja eigentlich ja relevant. Und ich dachte mir so, komm, als letzten Part kann ich ja den letzten Verbündeten-Grind dort machen. Der Rest wird dann einfach. Ja, den Rest mache ich alles offscreen. Das werde ich jetzt nicht unbedingt streamen. Weil so die ganzen Rätsel und Artefakte und alle anderen Sachen, die ich dort mache, das ist ja alles gar nicht so relevant von der Hauptstory her. Und deswegen mache ich das Ganze offscreen und ja. Hauptsache, ich habe mal die Story davon durchgespielt, so, was so relevant war. Denn man muss auch noch anmerken, wenn ich hier auf Uplay gehe, bei Assassin's Creed Valhalla, dann steht da Story Progress 96%. Das ist noch ein weiterer Grund, wo ich dachte, dass die Story noch nicht vorbei ist. Weil wenn da steht 96%, dann muss ja das mit diesem Bündnis dort ja das die letzten 4% sein, die man noch machen muss. Also, I guess. Gehe ich mal sehr stark von aus. Ich habe schon 80 Spielstunden im Game, davon sind 22 Streams habe ich gemacht und 22 Streams sind ungefähr sind so 4 Stu 44 Stunden. Ja. 44, 45, 46 Stunden aufwärts, weil ich habe ja einige Streams gemacht, die gingen ja über 2 Stunden. Und ja. Ist auf jeden Fall ein langes Game. Aber gefällt mir auf jeden Fall. Chakal 28, was geht? Yeah, Epic Gamer Moment! Yeah, Epic Gamer Moment! So. Aber ich find's krass. Das habe ich noch nie auf dem PC gesehen. Dass, wenn zu wenig Speicherplatz vorhanden ist, dass das ganze Ding einfach komplett hinübergeht. Alles komplett abschmiert. Spiel ist abgestürzt, der Browser ist abgestürzt, alles ist abgestürzt. Nur weil ich vergessen habe, immer wieder die Aufnahmen da zu löschen, weil die Aufnahmen hatten gerade eine Größe von 250 GB insgesamt gehabt. Und meine SSD-Festplatte ist jetzt nicht riesig. Ich habe hier noch überall externe Festplatten angeschlossen, aber da speichere ich jetzt keine Aufnahmen ein. Die Aufnahmen bearbeite ich eventuell, wenn ich da was bearbeiten muss. Aber ansonsten lade ich die einfach straight to YouTube hoch. Und ja. Und gucken wir mal, wie das jetzt mit dem letzten Bündnis so sein wird. Und da darf erstmal ein Just Legends, wie ihr sehen könnt. Just Legends. Und ich denke, den Performance Booster Wildberries. Geile diese. Wenn ihr Bock habt, wenn ihr euch was gönnen möchtet. Über meinem Kopf seht ihr gerade Code Vasito 15% Rabatt. www.just-legends.com. Auf der Seite kann man sich nämlich was von Just Legends holen. Performance Booster, Performance Milkshakes und sowas, ne? Und es schmeckt gut. Auf jeden Fall ist eine gute Energy Drink Alternative. Hat wenig Zucker.
Und ist auch verhältnismäßig auch echt günstig. Ist zwar ohne Kohlensäure, aber muss ja nicht alles Kohlensäure haben. Ist dann ohne Kohlensäure auf jeden Fall leichter zu trinken. Eivor. So. Jo, Sigurd, was geht? Wohin des Weges? Weiß auch gar nicht, ob dieses Game verschiedene Endings hat. Ob es ein Ending gibt, wo Sigurd stirbt, wo er nicht stirbt und keine Ahnung, I don't know. Auf jeden Fall, ich bin jetzt der Jarl. Ist ja auch nach einem neuen Patch angekündigt für Assassin's Creed Valhalla. Ja, ich habe schon gesehen, dass im Hauptmenü am 12. August der Überfall auf Paris DLC jetzt geplant ist. Und das wird wahrscheinlich echt heftig, deftig. I want to see the Alliance map. Zeigen Sie mir die Bündniskarte. So, wie ihr sehen könnt, haben wir. Das bedeutet, wir müssen das hier machen. Dafür brauchen wir eine Stärke von 340. Also es ist. Hamptonshire, the last Saxon Ah. stronghold, and very heavily guarded. King Alfred is preparing for war. You will meet tremendous resistance. As will Alfred. Is Guthrum Jarl there with his army? He is. He and Uba have gathered a sizable force and intend on launching an attack on Alfred soon. If we support their assault, England will fall to us. A pagan land where a multitude of gods may freely roam. Das hört sich ziemlich gut an, das mache ich doch. Was bleibt denn anderes übrig? I'll go to Hamptonshire and speak with Guthrum. Send word to our allies to gather on the Thames, just outside the Shire. I will. Oh lol. Screenshots kamen ein bisschen verspätet an. So, das ist jetzt tatsächlich die. Okay. Die Where is it? allerletzte Überfall. You must not go. You must not. The signs, the portents, they shout and wail. Your leaving will be our doom. Speak clearly, Valka. What have you seen? I have thrown the bones. I have stirred the offal of beasts. And in the rising steam, I saw the end of it all. Though this battle you may win, this war you will not. Your foe will be your master. Your hope will be your grief. This is fate. Our fate. I thank you for this, Valka. But the yawns of fate are too frayed for me to follow now. I owe this fight to my friends and allies. And I will see it through. Go then. With great care. But know that the home you leave will not be the home to which you return. Das hört sich auf jeden Fall nicht gut an. Warte, das bedeutet, wenn ich jetzt. Warte, wenn ich jetzt dahin gehe und das mache. Bedeutet das. Bedeutet das, dass es dann. Dass irgendwas dann mit der Siedlung passieren wird und dann ist RIP und dann. Die hat mich jetzt echt hart verunsichert, Alter. Holy shit. Die hat mich echt richtig verunsichert jetzt. Oh, ich bin mal gespannt, was passieren wird. Also, das ist jetzt der letzte Kampf gegen König Alfred. Also, das ist ja ziemlich gut, dass ich offscreen ein bisschen gegrindet habe, denn ich habe nämlich meine Fertigkeit. Ich habe jetzt eine Show. Ich habe jetzt nämlich eine Stärke von 343 und Voraussetzung war 340. Deswegen ist es ja ziemlich gut, dass ich jetzt, dass ich offscreen ein bisschen was gemacht habe. Da sind ja weitere Sachen erschienen. Wolfskrieger, bekämpfe mit wachsender Wut, während sich der Tod nähert. Dein Schaden erhöht sich in niedriger. Oh, das ist gut. Eivor kann nun Beute in der Nähe mit einer raschen Handbewegung einsammeln. Das ist auch gut. Wikinger leben für die Schlacht. Du erhältst Adrenalin, solange du dich im Kampf befindest. Auch nicht schlecht. Iduns Herz. Beschwöre die Lebenskraft von Idun. Stelle passiv kürzlich verlorene Gesundheit mit kurzer Verzögerung wieder her. Okay. Heidrunstoß. Drücke beim Sprinten, um deinen Gegner mit einem mächtigen. Oh. Oh. Oh, okay. Überlebensinstinkt. Halte bei unter einem Drittel Gesundheit H gedrückt, um dich etwas zu heilen. Lol. Okay. Auf jeden Fall sehr interessant.
Aber da ich ja noch die letzten 4% hier machen muss, muss ich wohl oder übel diese Schlacht hier machen. Hier war ich, in diesen Gebieten war ich ja nämlich noch nicht. Deswegen, wenn ich jetzt hier hinreise, dann bin ich direkt bei König Alfred und möchte mir wahrscheinlich dann die Fresse polieren. Aber wir tun es trotzdem. Bin auf jeden Fall gespannt, wie das Ende jetzt hier sein wird. Ob jetzt das Dorf dann später irgendwie zerstört wird. Vielleicht hat Alfred ja auch irgendwas geplant, was mir auf jeden Fall nicht gefallen wird. Weil höchstwahrscheinlich wird es so sein, dass wir die angreifen werden und dann denken, dass wir die besiegt haben und auf einmal hat König Alfred so alle anderen Königreiche angegriffen und alle zerstört und auch unser Dorf komplett RIP gemacht. Und Sigurd ist dann tot und andere Charakter, die dort im Dorf leben, sind dann auch auf einmal plötzlich tot. Ich finde es auch generell komisch, dass, weißt du, wir machen hier die ganze Zeit Krieg, dies, das, aber die Sachsen haben auch nicht einmal. Niemals unser Dörfchen angegriffen, weil die könnten das so easy kaputt hauen, ne? Eigentlich. Die könnten das so easy wegflanken. So. Misstrauensgebiet. Okay, anscheinend bin ich jetzt ja doch nicht mehr so hart gesucht. Ich dachte, ich bin ja einfach komplett jetzt RIP. Aber anscheinend ja doch nicht. Ja, das bedeutet wohl. Dann reiten wir dahin. Holen kurz den Aussichtspunkt. Und schauen mal, was passieren wird. Und ich werde wahrscheinlich auch für die Leute, die jetzt hier sind und auch zuhören. Lempi, was geht? Guten Morgen. ich werde am Donnerstag wahrscheinlich Dark Souls nicht streamen können, da wir dort einen Termin haben und ich dann zur Nachtschicht halt halt arbeiten muss. Deswegen werde ich dann am Donnerstag wahrscheinlich eher nicht streamen. Nur damit ihr schon mal Bescheid wisst, so. Dempi, Mashallah, danke. Und ja. Ich habe auch nämlich auch was vorzumachen, denn der gute alte Kommunistos, alias Sergei, alias Gay, hat nämlich damals, also was heißt damals, ich habe ja vor kurzem ja so ein Frage-Dingen dort gemacht, Q&A auf Instagram, und er hat vorgeschlagen gehabt, dass ich mal GTA San Andreas durchspiele, nur mit ein. Also, dass ich GTA San Andreas durchspiele, nur mit einem Dildo. Und zwar mit dem Dildo, mit dem alles angefangen hat, wo ich das allererste Mythen-Video gemacht habe. Und ja, das ist der große lila Dildo, den man dann beim Polizeirevier tatsächlich finden kann. Und ich werde versuchen dann nur mit diesem Dildo das Game durchzuspielen. Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Also wahrscheinlich ist es möglich, wenn man da so Glitches benutzt und so, dann buggt man sich halt so zum Ende des Spiels. Klar ist das möglich, ja. Aber schafft man das Spiel durchzuspielen nur mit dem einen Dildo von Anfang bis Ende? Und da werde ich mir auch bestimmte Regeln setzen. Ich hatte auch überlegt gehabt, ob ich die. Ja, tatsächlich die Regel eigentlich gehabt, dass ich die nur mit dem Dildo töten darf und nicht die mit dem Autos überfahren darf und so. Aber wenn man sich das so überlegt, wenn ich mit dem Auto die nicht überfahren darf, dann wird es echt schwierig. Dann ist es, glaube ich, gar nicht möglich. Und deswegen habe ich diese Regel rausgenommen, weil das ist dann Unfug komplett. So, ein Speedrun wird da erstens sehr lange dauern, circa 16, 17 Stunden. Es wird Momente geben, da musst du RPG nehmen. Ja, also klar, dann gibt es auch die nächste Regel, dass es gibt Missionen, da muss ich halt die Uzi benutzen und andere Sachen muss ich dann auch benutzen.
Und das ist dann was anderes, dann muss ich das benutzen. Aber wenn ich es nicht benutze, also wenn ich die Möglichkeit habe, es nicht zu benutzen, dann mache ich das. Und ich weiß nicht, ob es möglich sein wird, das Spiel so durchzuspielen. Es wird verdammt schwierig sein, das Game so durchzuspielen. Aber ein Versuch ist es auf jeden Fall wert, finde ich. Soma. Also ein Versuch ist es auf jeden Fall wert. Eivor, you come at Guthrum's call. It is good to see you. And you, Soma. There is an uneasy peace here. Both armies with their hackles up. Was blood spilt? No. We took Werum without resistance. These Saxons accompany their lord as we stand beside Guthrum. So this fort is not the sum of his ambitions. Guthrum's plan is to bring the Saxons to the table. If he can win the peace without a fight, he will do so. And how likely is that? Just now they sit on their thumbs in the church, talking in circles. Come, I will take you to him. Hatte mir letztens ein Mythen von dir von gestern des UFOs angeschaut. Das war, glaube ich, 8 Jahre alt. Da gab es eine Stelle, sah man beziehungsweise einen Schatten davon. Mach weiter so. Oh, okay. Interessant zu hören. Auf jeden Fall werde ich weitermachen. Dankeschön. Also, auf jeden Fall. Schön, dass sich die Leute immer noch meine alten Mythen-Videos angucken. That's right. The King of the West Saxons has agreed to negotiate. Seems we have him on the back foot. Guthrum should be careful. Alfred speaks with Loki's tongue. Guthrum is not a babe at teat, Eivor. Nor is Alfred. If he has come, it is for his own advantage. Then give us counsel. Stand by Guthrum, show our strength. The King of Hayseeds will soon be humbled, trust me. We took this town as if it were a straw hole. Do not challenge me, Elf King. Your show of swagger and strength has my attention, Guthrum. But we agreed on terms. What more do you want? The crown of Wessex. Wessex has a king, and that king has the backing of the Almighty. Yours is a fever dream, Dane. Guthrum wird sich niemals beugen, was soll das? Eine Krone kann erobert werden, Guthrum wird sich niemals beugen, was soll das? Guthrum does not negotiate with oathbreakers, men whose words are only shadows of their faults. Ah, Eivor. Our blunted tool returns, Lord. I have given you all I care to. A Danegeld to leave Werum. You swore an oath upon the cross and that pagan hammer. And when you scurry back to whatever shit-soaked hovel you crawled from, we will release your men. Speak again, handmaid, and I will feed your tongue to Eivor's raven. A fair trade. We already have your cock. Are we done with this pissing contest? If Guthrum has given you his word, then he will honor it. We will leave this town. You have one day. Do not test the king's patience further, or our men will return to Werum with force. And if you doubt my conviction, know that the Avon River near Ufentune runs red with the blood of your countrymen. Their commander, what did his men cry as he fell? Ula? Uba? Yes, that was it. Remember, you have taken my silver. In return, I expect your honor. I will await news of your retreat in Chippenham. Uber dead? It cannot be. Gods, I will tear that Saxon skin from his bones if this is true. Alfred hisses with a snake tongue, but he gains nothing from this lie. When news of this spreads through the camp, no Saxon will survive the day. You swore upon the cross. Oh, I have no intention of cowing to that milksack. Now more than ever, I will take his throne and his head. In Winchester, Alfred used me as a tool and cast me aside. So let the betrayer be betrayed. We will burn this village to the ground. After that, we take care of Alfred. Oh shit. Geht ja los. Burn Werum to the ground. Ja, also das sind Silos und äußerst brennbar. Plünderungsvorschritt. Alles klar. Burn it all.
Uno momento, Senorita. Bevor wir das machen, lass mich kurz hier hoch. Spring hoch. Ach Gott, dammit. Dankeschön. Ah! So. Lass mich kurz das hier analysieren, kurz. Falls ich es machen kann. Jawohl. Diese ganzen Schlägereien und Kämpfereien dort. Das war schön mit dem Sonnenuntergang oder Sonnenuntergang ist das. Es wäre noch möglich, aber es wird schlimme Momente geben, wie die Mission You Had Your Chips, weil in der Mission gibt es 3 Leute mit Shotguns und extrem aggressiv, ja. Also auf jeden Fall wird es da Missionen geben, die echt schwierig sein werden, aber ich gebe mein Bestes, ich werde es versuchen auf jeden Fall. Ich habe auch auf jeden Fall vor, mal einen Speedrun von GTA San Andreas zu machen mit Glitches und so, um das Spiel so schnell wie möglich zu machen. Ich werde das trainieren, ich werde das perfektionieren und ich werde das vielleicht streamen, wie ich das dann versuchen werde, damit die Leute sehen könnt, wie ich das mache. Aber mal gucken, ne? Na, wenn man bei YouTube Mythen eingibt, kommt dein Name sehr oft. Oh, das ist natürlich sehr schön. Budi, ich denke, ich spreche für alle hier, die Mythen-Videos geguckt haben, gucken sie immer noch genauso wie die Staffel 2 oder generell deine GTA-Let's Play-Videos. Wie ich dir gesagt habe, ich gucke fast jeden Tag GTA Liberty City Stories von dir. Es macht Bock, das anzusehen. Budi, mashallah. Kuss auf die Erdnuss. So, Abfahrt. Let vengeance steer your swords. For Uber, every great Nordic sense of Valhalla, I'll send 10 to your hell. You won't leave nothing standing. You won't burn Warren, scum. Also heißt das, ich muss jetzt hier alles niederbrennen? Das ist doch das ist doch sehr schön. Fire and flame, burn it all. Lord Jesus Christ, help me stand against the filthy heathen threat. Your godson has forsaken you, Saxon. Let vengeance steer your swords. You have no honor, Gaius. You will not steal our land. Oh doch, wir werden euer Land klauen, egal ob ihr möchtet und nicht. Moin Mann, Syntex, was geht? It's too late, little man. Our gods have spoken with war and wit. This is our England now. Oh mein Gott. Leave nothing standing. Meine Fresse. My blood needs fire after cooling in this sudden field. You'll burn it. Let vengeance steer your swords. You'll burn in hell, traitorous scum. I will feast on your marrow in Valhalla. Fire and flame, burn it all. So, alles schön am Brennen hier. Wo sind denn die ganzen... Ach, da ist ein Silo, tatsächlich. Ich habe schon gewundert, wo ihr Silos sind. Was ist halt einmalig in seinen Mythen-Videos auch. Ja, Mythen-Videos sind beste aller. Perfekt. Leave nothing standing. So, gibt es hier noch irgendwelche... Aha, das Gebäude ist anscheinend noch nicht abgefackelt. Ich habe immer noch meine... Ja, perfekt, jetzt habe ich es gewechselt. So. Hey, wovon kommst du denn hier? Perfekt, triff dich mit Soma. Und jetzt werden erstmal ein paar Sachsen abgeschlachtet hier alle. This place is routed, Soma. Good work. We leave now. There are forest ruins just east of here, along the road. Come on, men, move! Jo, Alter. Wie die Axt geflogen ist. Slybox, this one. Diskutiere die Ideen, okay? Achso, ich soll die dahin eskortieren. Warte, wohin? Ah, okay.
Alles klar. So, dann eskortieren wir die mal dorthin. Komm aus Sachsen, Leipzig. Tja. Die Sachsen wurden damals von den Wikingern echt hart drangenommen. Sachsen be like, wir haben keine Chance, sie sind so klein und schmächtig. Oh, und die Wikinger so über 2 Meter groß, muskulös und einfach nur Berserker unterwegs, Alter. RIP. The ruins are close. Keep moving. Ja, wir laufen ja schon mit Luftlinie dorthin. Seid ihr hinter mir? Perfekt. Let's go, people, let's go. Epic Gamer Moment, yeah. So. Okay. Da waren welche am Kämpfen. We can rest here a moment. Now, tell me what you know of that breaker of rings. Weak and wretched troll. Alfred is a wily fox. He appears frail, but draws upon an inner strength. He'll not be easy to oust. Fury will fuel my army and my claim. It will not be enough. You must find a weakness. Yes. That is why I called you here. Do you balk at the opportunity to bury the Saxon king? I must first hear a plan to balk at. Alfred spoke of Chippenham, a squat hovel of sheep and peasants. So why does he go there and not to Winchester? Your scouts must know they're the best in England. A holiday feast. Their Saxon Christ Mass. Alfred will warm his heels by the fire, while Uba lies cold in an English field. I have called upon my allies to join us in this fight, but I must know where to send them. Is Chippenham our final prize? It is. But I will need my men for the coming fight as well. The hostages Alfred took, if there is a chance to save them. We will not lose more friends today. Where are they held? A place further ahead through this forest. They call it Hampton Blockade. Soma, ride north to the Thames and lead my allies south. They should be gathered by now. I will. Gather on the river passing Chippenham. The rest of you set up camp there. I called you Raven Feeder once. At Porchester, you were as hot-headed as Thor. You have become a true leader, Eivor. There is much to come, Guthrum, before we can rest with mead in our hands and songs in our ears. I will crush Alfred's skull with my bare hands if Uba is dead. We cannot dwell on this, even if it's true. If you want the throne, only strategy will deliver it. Or bloody wrath will steal it. I will follow this Alfred, hound his heels. Revenge burns within me. A wise man once told me, we do not dash ourselves against hopeless causes. We arrive unexpected, strike swift. You turn my words against me now, Wolfkist. I took them to heart in my darkest times, my friend. And Sigurd? He is back with you? My brother's story is a long one, and for another time. Ridding the land of a strong ruler will make Wessex harder to tame. You almost sound like you respect him, Eivor. I have come to understand the trials of leadership, Guthrum. It is hard not to, when you cradle something as fragile as life within your hands. Schön gesprochen, Eivor, auf jeden Fall. Guthrum hat sich auf jeden Fall auch verbessert. Also da hinten sind die alle gefangen, alles klar, okay. Damit es ja easy sein. Ist jetzt auch nicht so eine große Festung. Ich glaube, nee, da war ich noch gar nicht. There. This is the blockade. The hostages must be in these buildings. What is your plan? We can tread quietly, so as not to alert the guards. But I can raid this place in moments with my crew. I will follow your lead. So, erstmal schön gerippt. Kann ich hier eigentlich auf die... Kann ich hier auf die Kette... Kann man hier auf die Treppe... auf die Kette drauf? Nee, ich glaube... Nee. Kann man nicht. So. Dann befreien wir doch mal einfach mal die Dänen. Von ihnen. Bitte steigen Sie auf. Und ich kann ehrlich gesagt nicht glauben, dass, ich kann ehrlich gesagt nicht glauben, dass,
Dingen tot ist. Ube. Deswegen, irgendwie scheint mir das so surreal zu sein. Also ich glaube nicht, dass Ube tot ist. Weil man hat jetzt seinen Tod jetzt nicht gesehen. Also, wird Zeit zu raiden. So, wo sind denn meine Leute? Also man merkt auf jeden Fall, dass sie ein bisschen mehr aushalten. Ah, da kommen die. Easy. Reichtum erworben. Tungstenbahn. Und RIP. So. Hallo, hallo, meine Party-People. So, hier konnte man gerade diese Kette da kaputt hauen. Wo ist GTA London? Ja, siehst du es nicht? Ich spiele gerade GTA London. Sieht das nicht fresh aus? Das verändert sich jedes Mal, wenn ich das spiele. Komisch, ne? Schlüssel. Stimmt, wo ist der Schlüssel? Wo ist der Schlüssel? Hat den irgendjemand gedroppt? Was für Back to the Ship? Digga, der Kampf ist noch nicht vorbei. So, Schlüssel ist da. Hinter dir ist Lester, bruh. Ich dachte, das ist Assassin's Creed Souls. Nein, Digga, es ist GTA London. I cannot thank you enough, friend. I told you. War schön, dass sie ihre Waffen dabei. Guthrum. Dass sie ihre Waffen immer noch bei sich haben. Tonight, boys. Enough skulking. These Saxons do not deserve compassion. I will wash my blade in their blood. Are you Guthrum's men? Aye. Free us and we will fight by your side. Ah, my friend. You have my thanks. So, alle befreit. You'll have your chance, but don't be foolhardy. Let your steps take you far from here to our camp near Chippenham. Thank you, Eivor. You did a great deed here. Their families will raise a company. I need no thanks, Guthrum. Let us speak more when we are safely away. Ja, Guthrum. Lauf! Ich folge dir schon. Cisante und KDA, was? Sind extrem cringe, als lässt da nichts mehr, bruh. Back, Tony. Update ist schmutziger als Schmutz. Bei Twitch steht, dass du Sven Bombwollen Digga, was für Sven Bombwollen? The fuck?
We're safe. You should join your people at the camp. Even a surprise takes preparation. Your bravery, your leadership, Eivor. You wear it well. You have grown much since last we spoke. You judged me fairly, Guthrum. Harsh, though your words were. But I do not make the same mistake twice. How is your brother, Sigurd? He lives. A changed man. But he is free of Fulke's torment. That at least was a deed well done. Will this all be worth it in the end? Everything we have done? Everything we have sacrificed to win this land? Sometimes I dream of soothed black furrowed earth. And blood seeping from seedlings. Poisoning our future. We must believe our way of life will survive. Our fates are woven, but our deeds forge our destiny. And so to our final battle. We will wait for you at the camp. Schön. Warte, mein Insta-Nachricht hast du gelesen? Ja, habe ich gelesen. Ich gucke, ob ich dann Zeit haben werde, das mir anzugucken, ne? Weil ich habe ja heute Nachtschicht, ne? Darf man ja auch nicht vergessen. So, wo muss ich hin? Dahin. Okay, wenn ich schon mal dahin muss, dann kann ich ja schon mal einen kleinen Zwischenstopp dort machen. Guthrum, Maiar, we must hear. Hab 3 Doktortitel wegen dem Game. Holy shit. Also du hast GTA London so hart studiert, dass du 3 Doktortitel hast. Wow. Also Respekt. Meeting his end on the Avon River. West of Offentune. I fear the worst, but I must know. As safe ist Ubbe nicht tot. Als ob Ubbe tot wäre. Glaube ich nicht. Erst wenn ich seine Leiche sehe, dann kann ich mir sicher sein, dass er tot ist, aber er ist safe, nicht RIP. Merkel kann einpacken mit ihren 16 Doktortiteln. Bruh, wo du recht hast. So. Dann gehen wir erstmal zum Aussichtspunkt. Gucken uns die ganzen Sachen an. Die hier so verstreut liegen. Und dann geht's ab. Und dann überprüfen wir, ob... Ja. Ob Ubbe wirklich tot ist. Naja, das GTA Leverkusen hat ja nicht so gut geklappt. Er sagt nicht, es gibt wirklich einen Mod für GTA Leverkusen. Als ob es das gibt. Also ich weiß, dass es GTA Berlin gibt. Aber GTA Berlin ist aber auch nicht komplett fertig, ne? Es wurde ja nur bis zu einem ganz bestimmten Punkt gemacht und dann wurde es irgendwann abgebrochen, oder? Oder ist ein Full Release von GTA Berlin draußen? Ich weiß es nicht. Hast du mal dieses Police Simulator Game reingezogen? Welches Police Simulator Game denn? Meinst du dieses richtig krass realistische Police Simulator? Oder meinst du Police Simulator? Ich glaube, das ist einfach nur Police Simulator. Und dann gibt es ja noch irgendwie Autobahn Police Simulator. Der Baum schwebt in der Luft. Easy. Sehr schön, gefällt mir. Das ist ein Screenshot wert. Quasi, wann werden sie GTA London spielen? Während des im Jahr 2023? Ja. Einfach nur ja. GTA London wird wahrscheinlich mein allerletztes Let's Play Projekt sein, bevor ich den Kanal komplett aufgebe. Safe. Nein, ich werde es irgendwann spielen. Boah, kein Plan da, wo man Leute kontrollieren kann und so weiter. Was? Das wäre was für dich, Police Simulation, was Henno gespielt hatte eine Zeit lang. Ja, das habe ich mir tatsächlich auch mal ein bisschen angeguckt. Er hat ja dieses Autobahn-Police-Simulator-Game da gezockt.
Sieht auf jeden Fall funny aus. Bro, nicht Angst einjagen. Bro, I'm sorry, bro. Nein, ich meine das anders, das ist ziemlich neu aktuell in der Beta-Phase. Also dieses richtig krasse New York Police Department Simulation Game dort, ne? Wolltest du wohl testen, ob Explosion wirklich klappt? Was? Bruh. So, dann gucken wir mal, ob Obe wirklich RIP ist. Giedrich, after Rochester, I was not sure you would come again. I've chosen my side. It would sooner bet a hog than allow Alfred to pillage the land of love. Guthrum will trample Alfred's ambitions like weeds in the dirt. Mercia might rise further yet. Einbrecher-Simulator. Perhaps I shall one day sit upon the throne of all England. King Giedrich the drunken ass. I'll raise a cup to that. Gibt es da nicht irgendwie auch Thief Simulator, was auch ziemlich nice ist? Und dann gibt es ja auch noch Powerwash Simulator, was ich letztens gesehen habe. Das sah eigentlich auch mega geil aus. Einfach so waschen und so. Und dann gab es ja noch ein Simulator-Game, was auch nice war. Ich habe jetzt den Namen vergessen. Obe ist nicht tot! Was soll das denn? Ah, nee, es ist nicht Obe. War das schon Odins Speer? Nein, habe ich nicht. This is a Christian feast, and the people here are not soldiers. I come only for Alfred. Innocents will die for your ambitions. I am your ally now, but after this, I must turn back to Mercia. I have much to repent. So long as I do not lose your friendship, your oath will be fulfilled. Yo, Yannick, was geht? Kiflom, brother. Fuck, ich kann das nicht machen. Ich kann das nicht machen, Kiflom. In Leverkusen war ja eine große Explosion. Warte, was? Ehrlich? Fahrtsimulator. Ach, da gibt's ja so ein... Jetzt habe ich mich dran erinnert. Es gibt so ein Penner-Simulator. So ein Obdachlosen-Simulator. Was vom Gameplay und... Oder eher gesagt vom Trailer ziemlich nice aussah. Look, you Saxon bedwetters. Here is a real warrior. Willi, what tales are you weaving for these soft-down Saxons? Do not make me regret supporting your Yaldum. Eivor. You know I will take your childhood scrapes and secrets to the pyre. Good. I would hate for something to happen to you in the coming fight. Ha! Such fiendish ribaldry between you two. You laugh in the face of fear, tweak old man Death's beard. I will do my mother and my lord proud today, Eivor. The lord knows I have not been the best of sons. Good to see your spirits high. Fight well, my friends, and we will feast together in victory. You soft-cheeked Anglo boys. Have you brought your mothers with you? Well, Tefder, it is good to see you. I gave you my word. Besides, Alfred's faith is strict and he has no love for pagans. You have changed much from that god-whipped boy. That is good to see. I was always him, but my faith was like a veil. I am glad you... Ich gerade nicht da, so Odin spüren, nein, habe ich nicht. Another education. You'll see how we Norse bands fight. Aber ich habe die komplette Rüstung von Thor. With anticipation. My mother is worth 10 of your men. I do not shout. There you are, Raven. Lufina, Jor. It warms my heart to see you well. Well as ever. Better since we skinned those order rats. I hunted down more in Winchester on Alfred's behalf. Now we come to take his kingdom. How quickly a coin can flip when tossed from hand to hand. Only a fool is a betting man. Aye, your Alfred fought to use me, but he will find differently at Chippenham. You Eivor a lot, my love. I have seen those strong Saxon hens. Vinir, stand tall. A light heart lifts all those around them. Ah, Eivor! Who would not be joyous, raving at your side? And how do you feel about bringing sorrow to the Saxons on their holy day? It darkens my mood. I have learned some of the Christ Lord's teachings. He preaches peace where our gods delight in battle. Let their delight be ours, then. We have many battles to wage before the end.
and I will be beside you for them all. My axe ready and my heart stout. Wenn du nach Norwegen gehst, wo du mit Sigurd hin bist, wegen Basim, dann musst du gerade diesen einen riesigen Berg hoch, in diesem Eingang und gerade nach links laufen, dann kannst du ihn direkt holen. Ah, cool. Wusste ich gar nicht. Also ich hatte generell vorgehabt, mal dorthin zurückzugehen, einfach mal zu gucken, wie was da ist. Eivor, it's good to see you. Erke and Stow, I released you from your debt, and yet you came. London is quiet enough. And Stow here felt the sharp stab of conscience. Could not let you down, Eivor. That's not what an honorable man does. So here I am, despite my reservations. And you, Broder. I did not think you would be here either. I have seen to my brother. Sent him to Valhalla with grave goods. I am done with sorrow, Eivor. Now I am bloody angry. So. Dann habe ich jetzt mit allen geredet. Jetzt spreche ich mit Guthrum und dann geht's ab, ne? Eivor, you made it unscathed. They came from all over England. Erstmal alle Boys nochmal hier zeigen, ne? Es geht. Moin. Moin, meine Leute, moin. I never thought it possible, Eivor, that you would rally Saxons and Norse under your black-feathered banner. They see the tyranny of this elf king. He would crush them all under heel and plug their hearts with his god. So what is the plan, Eivor? When is their feast day? A few nights from now. But their revelry has already begun. We should attack now. That is unwise. Soldiers pace the paths of the village. Then the night of the feast, under cover of darkness. That is when we will strike. Uba will not have died in vain. We await your instructions, Eivor. Lass uns den Plan durchgehen und angreifen. Ich muss erst mit meinen Verbündeten sprechen. Ich habe schon mit denen gesprochen. Aber okay. I'll greet my allies first. Good. Come find us again when you are ready. Ach so, okay. Ich... Is Uba really dead? Okay, nee. A few survivors. Eivor, you made it unscathed. Also ich glaube nicht, dass ich glaube nicht, dass Uba tot ist. Ich glaube, der wird gefangen gehalten, glaube ich. Let us plan our approach. But whatever happens, Alfred is mine. They are not expecting us. We should not meet much resistance on the way. Then quietly through the fields. It will already be too late once they see us. Your young Saxons can be our eyes to the west. Better to keep their soft hands away from the conflict. My scouts reported that a few nobles have arrived for the festivities already. Good. If we capture the Thanes, there will be no danger when I confront Alfred. And we could persuade them to support a new king of Wessex. I will subdue the lords. Take Deolaf and Tifta with you. They could prove useful in convincing the Thanes. Roder, take Erke and Stow and capture the garrison. Make quick work of any Saxons that dare cross into the village. Gladly, Eivor. We each know our parts. May they blunt their swords against our might. Das ist auch eine schöne Szenerie. Tonight, Wessex's last resistance will crumble. I follow you, Eivor. And I. Be ravening wolves and croaking ravens. Stand firm, your axe arms strong, and together we will win this final battle. And remember, Alfred is mine. So, finde Alfred und stell ihn zur Rede. Alles klar, okay. Dann geht's jetzt wohl ab. Und finde erstmal Alfred und stell ihn zur Rede, ja. Mit einer schönen Axt an seiner Kehle. Ja, das hört sich gut an. Das hört sich echt gut an.
So, aber ich glaube nicht, dass es so einfach sein wird wie gedacht. Also das wird wahrscheinlich safe irgendeinen Haken haben. Safe wird irgendwas passieren, wo wir so gar nicht gerechnet haben. Ist schon ziemlich komisch, dass hier so einfach gar keiner da ist, irgendwie. Alfred! Face me, and I will spare the last of Wessex from my torch! Did you think my king would turn his back on you, Eivor, when your knife is smeared with the blood of Wareham? Stand aside, Goodwin. I come for Alfred. Alfred is long gone, and this good Christian feast, a cup of honey wine, to trap some wasps. Where is he? Calling his allies to his side, all those who wish to see Wessex under one god. Cannot win England with your sorry crew of deluded farmers and godless fools. At least I would not leave them to die as I scurried through the corn husks like a rat. You have no understanding of duty, the loyalty I freely give. His plan for England, for the world, is worth the cost of my life. Then sing your tuneless hymns. Oh shit. Come, raven feeder, do your worst. Ja, damit wird's wohl gefightet. I have no fear of death, for this battle is only the beginning. Only darkness will come to claim you. Oh shit. Alter. Was? Okay. That's new. Yo. Alter. Yo. Okay, das war... Digga, das war echt heftig schnell, Alter. Und... Rip ihn. Zack, ins Gesicht, Allah. You are beaten, Goodwin. Beaten? No, not so. By my death, my lord may live. Alfred used you, fool. He threw you in my path. For what? He only delays what is inevitable. Kill me then. It makes no odds. For here you stand, bloody and breathless, no closer to my king, no closer to his throne. This island will never be your home, Eivor. You will not subdue her with vicious force, or win her with cocksure words. We Saxons will always stand firm, shoulder by shoulder against thieves and tyrants, whose envious eyes fall upon England. No, I will use you as you used me. A few hours in the company of my men, and you will lead us to your Sparrow King. That I cannot allow. Oh, wow. Well. Okay. Also, Leute, weiter an die Arbeit.
insects. They came from every house and hovel. Tomar, fall back! For life! Oh nein, Sommer! Shit. Oh oh. Press hard. Well. Okay, Sommer ist RIP. Ach du Scheiße. Also, ob ich wenn ich Zeit habe nach der Mission den Speer zu holen, kann ich das gerne machen. Ansonsten mache ich das dann offscreen, ne? So, jetzt muss ich meinen ganzen Verbündeten helfen. Guthrum, I need you fighting with the rest. These men will not surrender. And one little cockflog barricaded himself behind that door. Jammed. Need to get. We'll find a way in. Ich werde schon einen Weg finden. Und zwar genau hier. To attack us on our holy feast day. Time to die. You will regret this unholy interruption. Leave me be. I'm no threat to you. So, dann haben wir den schon mal hier gefangen. So, ach, dann geht er noch in Kumpan, hast du bestimmt Zeit. Immer. Immer. So, wo ist näher? Hier ist näher. So, das war so klar, dass es nicht so einfach sein wird, Alfred hier zu stürzen. Did you see Alfred? No, but the Saxon boys were ambushed. One day wounded. Hold these men back! I will find them! Go away! They will not better us! Warte, Hunwald ist verletzt. Hunwald, komm, get up. This is no time for weep wailing. I cannot. And there is a blackness closing in around my eyes. It frightens. Hunwald, listen to me. You survived the Battle of Buttelstun. Do not let this scratch best you now. I'm so cold. Has winter come so soon? You will warm yourself with mead and dancing yet, my friend. Perhaps not, Eivor. It may be I will sit beside my father soon. Will he be proud of me? He will pull you to his breast, sob bright words of welcome, and tell you no man. Hunwald, der Ehrenbruder. I am glad to have known you, Eivor. My truest. Ach man, Hunwald. Och man, er wäre so ein guter. Ach meine Fresse. Oh, Hunwald. I need to see if Broder has taken the garrison. Och man, ist echt traurig. Och man, Hunwald. God damn it! Sommer und Hunwald sind jetzt beide tot. Scheiße. Oh, das wird Alfred. Der Typ wird sowas von sterben. Broder,
What can I do? Eivor! The garrison has more defenders than we hoped! Good, your men are being slaughtered! I will find a way to open the gates from the inside! Hurry! These ways of reinforcements are hell sent! So, wie komme ich da, überhaupt rein? Die, Coward! So, versuchen wir mal jetzt einen Weg hineinzufinden. Und zwar genau hier! Laserlumpe, was geht? Egal, sie werden am, sie werden den wahren Tisch der Götter speisen. Ja, Mann. Das auf jeden Fall. Sichere die Festung. Nichts leichter als das. Komm, rip ihn weg. Ja, da muss ich es wohl machen. That is most of them. Make sure the garrison stays under our control. I need to help the others. Sammel dich mit deinem Verbündeten. Oh lol. Und ui, schön zensiert, Alter. Easy Snack. So, Hohenwald und Soma sind jetzt leider tot, aber wir müssen tot von denen rächen, auf jeden Fall. Die werden auf jeden Fall nicht umsonst gestorben sein hier. Auf jeden Fall nicht. They are weakened. Let us finish this. You're dead. Help us. I am village. You would know. You will not rout us into loopers. Not on this Christ mass. You come here often. Stand true. God protects us on his day of feasts. Pray for your sins. These Danes defy our God and King. To hell with you. Together. You will not rout us into lopers. Not on this Christ mass. Wessexians will not move on Mercia. Alter, wie viele von denen sind denn noch hier? Holy shit. That's it. They are fleeing. The last of the Saxons are fleeing. The battle is won. Krass, wenn man im nächsten Essen mit Basim spielt und seine Kinder finden muss. Oh shit, Alter. Das nächste Essen wird ja mit Basim dann wahrscheinlich sein, ne? Wie, CJ gibt's auch? Hat er eine Zeitreise gemacht? Safe. CJ in Assassin's Creed. Safe. They are routed! The city is ours! Wessex will follow! Guthrum Jarl, we're not without losses. Some of them grave.
Their king is fled. His patsy struck down. Defeat rings loud in their ears, and I will be their lord before the spring is here. Guthrum, hear me. Soma is... She's gone. Soma? Dead? She has gone to the Endless Feast, and she's the better for it. I must speak to those still living. So, dann reden wir mal kurz mit denen, die es überlebt haben. Erke, you wear a furrowed brow. Stowe is taking matters hard. You know how sensitive he is. A man of faith and stout morals. Das Mitvideo von Vasis, die Assassin's Creed, ja Mann. Und jetzt ab zum Speer. Bruder, ich möchte das Ding hier zu Ende machen. You are his comfort, Erke. Ich hab heute ja nicht ewig Zeit. He is in good hands. Bis ich da zum Speer angekommen bin, dauert das ja noch ein bisschen. Deswegen, ich möchte ja das hier noch schaffen, bevor ich heute zur Arbeit gehen muss. If Alfred had his way, there would never be friendship between Norse and Saxon. You fought for peace. Be proud of that. I wish I could. And in time, perhaps I will. So, dann talken wir nochmal zu jedem mal. You're not injured, Tefter. Bruises, that is all. I've taken the Lord into my heart, and he watched over my sorry bones. Those who fell sit beside him now. And what of my heathen friends? I used to believe in damnation for all who turned from his light. But there is a wondrous communion in friendship honored. Even though your godson preaches peace. And we shall do that. Christians and pagans, side by side, never persecuted. Your Christ would smile at that, I think. Your Freya would too. Stimmt, hier gibt's ja eine Stadt, die heißt ja London, ne? Ist es da nicht rein technisch gesehen GTA London dann? Oh. It is done, Brodeir. You fought well. I saw him, Eivor. In my darkest moment, Brodeir stood beside me, and all was as it used to be, and then the battle ended. I feel him no longer. There will be other battles. Aye, and there you'll find me, Eivor, in amongst the blood and death, Brodeir at my shoulder, until the Valkyries claim me. You have given me more than I would ever have asked for. How will I repay it? Keep him in your thoughts. For when a man is mourned, his deeds cheered and his songs sung, he cannot die. Das war schön gesagt, auf jeden Fall. Lufina. Gods, I did not know. Is he... Hush. What good can words do, Eivor? Keep to silence. He is gone. For what days I was given to spend with you. For each breath that carried your sweet whispers, I give thanks. No more. Your fingers in my hair. Ach, ist Dings gestorben auch? No more your arms around my waist. The days will be cold hereafter. All color dimmed. Goodbye, my only. My heart ends with you. What is left will go on. Oh shit, der ist auch RIP gegangen. Oh nein. Oh fuck. Das scheiße. Uff, ja, ich lasse ihn mal in Ruhe. Ach du Kacke, Alter. Ich hab 2 Wochen Urlaub jetzt, ja. Nice, gönn dir auf jeden Fall. Was, sie braucht Urlaub? Was, sie soll 5 Wochen frei haben, jeden zweiten Tag? Jo. 5 Wochen Urlaub frei haben wäre auf jeden Fall echt geil. Wäre auf jeden Fall echt schön.
Your first battle, Ellerich. You fought well, and with honor. Is this the glory you deign seek? You can keep it. I saw Hunwald die. The light dim in his eyes. That could have been me. You will never be the same. But you'll be stronger for it. I have wasted so much time in pouting like a child. No more, Eivor. No more. Do you think there will come a day when winning will not be enough? You can always fight with me if you want to taste crushing and loin-soiling defeat. My very presence would make that impossible. Enjoy this victory, Eivor, wherever it brings you. Only a coward thinks he'll live forever. Wir müssen jetzt fragen, wann kommt Assassin's Creed GTA? Ja, Mann. So, ich habe mit allen gesprochen, ne? Alles klar. My heart is heavy. Mein Herz ist auch schwer. Many fought for us and died. They deserve peace. Are you ready to honor them? Yes, there is nothing more to say. Time to send our friends to their great reward. Will you do the honors? Nothing awaits them. They lived, they died, and now their bodies will burn to cinders. Their saga ends here. Well, do not share that with them. Victory is ours, but it came at a great cost. Soma Jarlskona, who stood at Guthrum's right hand. She will live on in our memories, from now till the end of days. And to your warrior, husband, and friend, he made the ultimate sacrifice. I here repay it. And to Hunwald, whose kind heart has now led him to his father's side. May his god welcome him with open arms. Let us send them on their way. All our beloved dead. Our fallen warriors. And speed them to their end. Schon irgendwie ein bisschen sad. Aber Assassin's Creed ist nicht so ein Game, wo man so richtig, richtig, richtig emotional werden kann. Das sind eher schon so welche Spiele wie Ghost of Tsushima und Red Dead Redemption 2 und sowas. Selbst GTA hat jetzt nicht so krass emotionale Momente. Red Dead Redemption hat echt krasse Momente gehabt. Und Ghost of Tsushima auch auf jeden Fall. Ja doch, okay, GTA 4, ja. GTA 4 hat auch, ja. GTA San Andreas und GTA 5 eher nicht so, GTA 3 auch nicht, aber GTA 4 ja. Guthrum. When the Reeve died, did he take comfort in knowing he would soon see his god? He was strangely peaceful in the end, as if death meant nothing. We stumble through our years, ravenous, grasping,
spilling blood, stealing gold, and it is never enough. This life is never enough. Would it not suit you to know there is something beyond all this? Not war and valor, but quiet and peace? I think the afterlife men hope for is only a reflection of their regret in this life. All I wish for now is to live among the friends I have made. That is what counts. Alfred made me swear fealty upon the cross of their god's son. He held such faith in it, a plain, unadorned thing. It burned between my fingers, as if I had pulled it from the fire. A feeling strange and powerful, but gone in an instant. I have not felt its like before. What will you do now? Whatever I must do. England is my final home, Eivor. And I will do what it takes to remain. I should return to Swanborough and tell her of Hunwald's fate. Better the news comes from me than a stranger. Warte, das war jetzt der... Das war jetzt der Bündnisgrind? War's das jetzt? Also, ich dachte, es gibt irgendwie so ein episches Ende, wo man dann so... Okay. Alfreds Kämpfer wurden verjagt und Guthrum ist in Handlungsgrad Sieger vorgegangen. Kehre zu Randvi zurück. Okay. War's das schon? Ich dachte, es kommt so ein echt krasses Ende, wo man Alfred dann so gegen ihn kämpfen muss und ihn besiegen muss. Aber das war's? Kommt da nichts mehr? Also, ihr müsst jetzt nicht spoilern oder so, aber für mich ist das so... Okay. Was würde in GTA 6 alles brechen würde? Noch emotionaler als Red Dead? Boah, das wär's, wenn die GTA 6 so richtig emotional machen. Aber es ist halt GTA. Die haben wahrscheinlich bei GTA 4 versucht, das so emotional zu machen. Haben die auch geschafft. Und, ja. Negativ Creep 44, was geht? König, was du streamt? Yes. Jetzt musst du die Ordensmitglieder finden und die Ritter. Stimmt, da war ja was, aber die Ordensmitglieder sind jetzt nicht, also nicht Hauptstory-relevant, oder? Kann das sein? Oder sind, doch, die Ordensmitglieder sind doch eigentlich auch Story, also der Meister von den allen, der ist bestimmt auch sehr relevant. Auf jeden Fall werde ich dann offscreen dann höchstwahrscheinlich dann alle jagen und töten und dann den allerletzten werde ich dann wahrscheinlich vielleicht noch als Special Ende dann nochmal streamen. Und ja. Also überlege ich mir noch, auf jeden Fall. Eivor? Ach ja, das ist ja die Frau von Hund. Oh. Swanborough, I. No. Gods, no. Don't say it, please, Eivor. Don't say it. I am sorry. Oh! My own one. No. My poor swan. Oh, gods. He fought bravely and turned the tide to secure a victory. Your dear Hunwald died a hero and will be so remembered. Oh gods. I know he would have fainted to hear such praise from your lips. Thank you, Eivor. Thank you. He walks among warriors now. Yes. The lucky man. I imagine he does. I know words are a poor salve for a wounded heart. I'll leave you to mourn, and know that we're here for you, always, should you need us. Auch die Arme. So, dann erstatten wir nochmal Randvi Bericht. Und ja. Ich werde ja in ein paar Wochen dann auch das Ghost of Iki, ja, das DLC von Ghost of Tsushima werde ich auch auf jeden Fall spielen.
Ja, ich gehe mal sehr stark davon aus, wenn ich mir den Orden hier angucke. Ich möchte nicht auf ihn drauf drücken, weil ich ganz genau erkennen werde, wer das vom Schatten hier ist. Deswegen mache ich das nicht. Aber ich gehe mal sehr stark davon aus, dass es entweder König Harald Schönhaar ist, also Harald Feinherr, oder Alfred tatsächlich. Also gehe ich mal sehr stark davon aus, ich bin mir nicht sicher. Bitte nicht spoilern, wer der Meister dort ist, ich möchte es selber herausfinden, ne? So, Randvee. Nice to see you. Hamptonshire has fallen and withered the kingdom of Wessex. But the cost was great, maybe too great for all we gained. Rest then. You have earned it. On the backs of so many. Time will tell if it was worth it. England befriedet. Du hast ganz England befriedet, aber noch nicht alle Wunder dieser Welt gesehen. Erkunde sie weiter und schreibe deine Sage vor. Verbessere deine Siedlung und Lage, die restlichen Mitglieder vom Orden. Schließe alle verborgenen Inhalte in England und Nordwegen. Alles klar. Ja. Damit haben wir auf jeden Fall alles fertig. Story Progress ist jetzt wahrscheinlich auf jeden Fall... Okay, ist immer noch 96%, aber wahrscheinlich wird es aktualisiert, wenn ich das jetzt hier... Wenn ich das nächste Mal schließen werde, wegen Cloud-Speichern und so. Ja gut. Okay. Dann werde ich jetzt die restliche Zeit nutzen, die ich jetzt noch habe. Und mir... die restlichen Ordensmitglieder hier ein bisschen zu jagen. Und den Rest werde ich dann einfach offscreen machen. Deswegen... Der eine ist hier unten. Aber diese ganzen Ordensmitglieder, die tauchen ja random auf. Die finde ich ja nicht einfach so. Das ist ja das Problem. Das heißt, ich muss durch ganz Englerland so durchrennen. Und ja. Auf jeden Fall wird bestimmt auch irgendwas safe mit König Alfred passieren. Weil er ist jetzt abgehauen. Aber der wird auf jeden Fall mit einer großen Armee wahrscheinlich zurückkehren. Und ich gehe mal stark davon aus, dass es dann passieren wird, wenn ich jetzt beim Orden da alle gemacht habe und dann den Meister da umbringen muss. Wisst ihr, was lustig wäre, wenn Vasi zum ersten Mal L.A. besucht und direkt zu Grove Street geht? Ey. Ey. Auf jeden. Auf jeden Fall. Ey, jetzt ist der Ritter nach da gegangen. Das wäre jetzt zu funny, wenn ich jetzt die ganze Zeit schnell reise und er immer wieder weit weg ist. Jetzt gehe ich nach rechts und er ist jetzt wieder links. Und wenn ich nach links gehe, ist er wieder rechts. Ist ja so funny. Aber wenn ich irgendwann mal in Los Angeles bin, dann safe, Alter, zu Grove Street. Direkt. Direkt. Und dann direkt auch zu, ich wollte schon Vinewood Hills sagen, Hollywood Hills, ne? Beverly Hills. Und auf jeden Fall mein zukünftiges Haus dort begutachten. So, wo ist er jetzt? Ey, das war so klar. Das war so klar. Das war so klar, Alter. Naja, aber wenigstens ist er jetzt nicht 1300 Meter entfernt. Aber ja, GTA 3 hat auch nicht keine richtigen Momente, wo du mit denen mitfühlst. Nee, irgendwie gar nicht. GTA 5 hat so keine... emotionale Bindung so irgendwie gemacht. Und danach direkt nach Las Venturas sagen, nach Las Vegas ins Casino mit Monte. Ja, Mann. Mit Monte und Knossi, Alter. Ins Casino, Alter. Das wär's. Das wär's halt, ehrlich, ey. Wenn man genug Geld hat, dann auf jeden Fall. Weil, wenn du in im Casino von Las Vegas wirklich, also, das ist echt scheiße teuer.
Also ich kenne das jetzt nur von Filmen und so, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie es wirklich ist, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es scheiße teuer ist, dort beim Casino, zum Casino zu gehen. Aber Casino hätte ich auch echt heftig Bock. So Blackjack am Tisch und so, das wär's, Alter. Boah, das wäre auch mega geil. Oder generell einfach Poker oder so. So, da hinten ist der Boy. Yo. Ey. Ey. Hallo? Ja, perfekt getroffen. Boris. Ey, lass Boris in Ruhe. Au. Och, der schmeißt auch diese fucking Dinger, Alter. Oh shit. Der wurde auf jeden Fall jetzt hart gerippt. Und einmal tot bestätigen. Dankeschön. No more winters for you. Better to die than face my lords. I hope my Magister Magnus forgives me. For so long, I looked to him for guidance, for order. If your honor is slow, a true lord cannot forgive you. They cannot. Now I will turn my gaze to Warden, Tiwar, and Shunor. I will continue to turn until I find some forgiveness. You will spin and drill yourself to an endless bottom. Der Typ ist ein bisschen verbuggt. So, Eiferer ausgeschaltet. Und damit habe ich einen Hinweis bekommen hier. Erkunde die Welt um sie. Ja, das ist ja das Ding. Ich habe die hier alle schon, aber es gibt halt welche, die habe ich noch nicht freigeschaltet. Klar kann ich jetzt mit den Hinweisen, die jetzt hier sind, die finden. Aber erkunde das Schmiedebündnis um Hinweis auf die Identität des Mitglieds. So, ja. Ist halt so ein Ding. Muss man halt durch die Welt reisen, die Eiferer alle finden. So. Rätselhaftel Tafel. Tafel, okay. So, der andere chillt ja hier drüben. Wird halt schwierig sein, die anderen Eiferer zu finden. Das ist ja das Ding. Die könnten halt überall sein. Das ist es ja. Obwohl, ich kann ja eigentlich mit den Händlern, die überall verstreut sind, ja reden. Die haben ja so ein Fragezeichen. Und die könnten wir doch theoretisch gesehen ja die Locations ja von denen geben, soweit ich weiß. Ich bin mir da nicht sicher. Aber theoretisch gesehen könnten die das ja machen. Achso, und damit ihr auch Bescheid wisst, ne, die Leute, die meinen GTA 4 Chaos Mod Stream verpasst haben, heute um 20.30 Uhr wird das Video veröffentlicht, ne? Wenn ihr das nochmal rewatchen möchtet.
Aber wenn man mich persönlich fragen würde, würde ich GTA 5 noch in Top-S-Tier-List, weil ich es sehr gut fand. Also, ja, GTA 5 ist gut, auf jeden Fall. Ist mal auf jeden Fall was anderes, weil, also, das erste Game, wo man so drei Protagonisten spielen kann. GTA 5 finde ich ganz gut. Aber, ne, wie gesagt, meiner Meinung nach, die Story von GTA San Andreas kann niemand übertreffen. Finde ich. Von den GTA-Stories ja so. Wer ist denn da so ganz allein unterwegs? So ganz allein, allein. Jo, Alter. Boris. Jo. Jo, okay. Der ist halt übel zu scheiße, merke ich gerade. Und Tod bestätigen. In these old worlds, I used to lie down and pray that the leaves would cover me, that I could drag them over me like a blanket and join Chernunos in a bed of leaves. Took me in, stranger, with a song. The sound of Odin stomping on your bones is the only song you'll hear. Also Red Dead 2 hatte aber auch wirklich die stärkste Story, das stimmt, ja. So. Den Typen haben wir damit auch ausgeschaltet. Die anderen kann ich jetzt so nicht finden. Aber dafür kann ich jetzt die beiden hier finden. Als Hinweise, besiege den Meister im Würfeln im Gasthaus von Buckingham, im örtlichen Ochsenerfordskir. Besiege den Meister im Würfeln. Im Gasthaus von Buckingham. So, wo zum Fick ist nochmal Oxenafotzke? Oxena. Wo ist das denn? Ach, hier. So, und ich muss jetzt nach Buckingham. Und dort muss ich hier den Würfelmeister besiegen, um den einen Typen da zu finden. Okay. Viele Banküberfälle, drei Charaktere und verschiedene Enden und viel mehr. Klar, wir müssen nicht diskutieren über GTA San Andreas und Vice City, beide Top-S-Tier-List auch. Aber ich glaube, weil ich einer der Jüngsten bin, mag ich GTA 5 extrem wegen diesem Feeling in dem Trailer. Ja. Sagen Sie so, wenn man mit einem bestimmten Spiel aufwächst, dann ist es halt dann Nostalgie für die meisten Leute, ne? Ja, ich bin ja damals mit Crash Bandicoot und so, mit GTA Vice City und GTA San Andreas und so aufgewachsen auch, ne? Deswegen ist das für mich ja Nostalgie pur. Aber die Leute, die zum Beispiel GTA 5 zum ersten Mal gespielt haben, danach GTA San Andreas und so, ne? Klar. Ist es dann für die nicht so hart Nostalgie, ne? Fand alle drei Enden bei GTA 5 irgendwie nicht so passend, fand auch die drei Enden nicht so gut. Ehrlich? Ich weiß nicht, ich fand, dass man die Möglichkeit hat, in GTA mehrere Enden zu bestimmen, hat was auf jeden Fall gehabt, finde ich. Es ist auf jeden Fall was anderes gewesen. Muss nicht jedem gefallen, natürlich, ne? Aber ich fand es zum Beispiel nicht schlecht. So, und ich muss jetzt diesen Würfelmeister dort besiegen, okay.
Boah, ich habe dieses Würfelspiel schon lange nicht mehr gespielt. Ich glaube, das letzte Mal habe ich das in Norwegen gespielt. Als ich das Projekt zum ersten Mal gestartet habe. Aber so? Habe ich das jetzt. Boah. Ich hoffe, ich erinnere mich noch an die Regeln, wie das Ganze noch ging. Boah, ich bin mal gespannt. Alles klar. Und rein da. So, du bist jetzt Würfelmeister. Orlok, I'm interested. Have a seat, will you? Let's begin. All right then. Come. Puh, mal gucken, wie das Game nochmal ging. Ein Münzwurf entscheidet, wer beginnt. Kopf. Der Gegner beginnt. Würfelseiten, Richter 1, Schaden an Blocke 1, Richter 1, Schaden an Blocke 1, Schiel den Gegner ein, Denkmarken können den Gottergott von mir Segnungen auch zu beschwören, erhalte 1. Hey, warte, kann ich als alles nehmen oder? Ach so, jetzt checke ich das. Auf jeden Fall mache ich jetzt erstmal dick Schaden. Ja, bei mir gab's jetzt nichts zum Klauen, ne? Also eigentlich nicht bad. Eigentlich nicht schlecht. Komm, nehme ich. Segnungshaus, sein Götter segnen zum Aufbeschwören mit Wählen oder überspringen. Verursacht zwei. Achso, man braucht vier Stück. Kann ich gar nicht machen. Scheiße, okay. Abgeblockt, sehr schön. Jetzt klaue ich von ihr eins und die klaut drei Stück von mir. Fuck. Muss ich hier bei der nächsten Runde mehr klauen? Das ist nicht gut. Also wahrscheinlich klauen und. Also auf jeden Fall klauen. Klauen und blocken, das ist wichtig. Jetzt. This will do. Komm schon, ich brauch. Mann, ich. Ach Gott, dammit. Scheiße. Sie macht jetzt. Oh, fünf Schaden. Ja, die kann gar nicht, gar keinen Schaden machen. Die hat nichts, um Schaden zu machen. Jetzt klaut die mir schon wieder drei. Ach so wird der Schaden gemacht. Oh, es ist nicht geil.
Für mich muss immer sein, wenn ein Game dass man sofort den Reiz kriegt, den nächsten Teil zu spielen. Das ist ja. Ach, Kacke. Ich habe nur drei. Mann, ich muss blocken und Sachen von denen klauen. Interesting. Ach, goddammit. Ja, Block, Block. Ach Gott, damit, ey. Zufallsprinzip hier. Scheiße. Fällt mir schon wieder zwei. Ja, die macht mir jetzt wieder 5 Schaden. This game is as good as over. Ach Gott, damit. Eine andere Möglichkeit als blocken kann ich jetzt gerade nicht. Weil er geht jetzt voll aggro. Ja, ich glaube, das Spiel ist gelaufen. Ja, der hat das Spiel ist gelaufen. Scheiße. Fuck. Don't be too hard on you. I'm not Oh, done yet. Let's okay. begin. Das Game ist doch ein bisschen härter. Das ist ja eigentlich ein totales Glücksprinzip hier. Und schon wieder Zahl. Ein totales Glücksprinzip, dieses Game. Wenn du scheiße Würfel dann hast, ist es halt kacke gelaufen. Aber am Anfang bringt es ja noch nichts hier zu klauen, deswegen full aggro erstmal hier rein. Geht auf jeden Fall Verteidigung mit Pfeilen. Ja, komm, machen wir einmal das. Full aggro hier rein. Oh, die geht auch voll aggro. Und geklaut. Schon mal 3 Stück. Geil. Versuch mal nur die Würfel zu nehmen, die am Rand Striche sind. Ist mir auch schon aufgefallen. Oh, die geht. This will do. Ich dachte, die geht jetzt voll aggro mit den Äxten. Das ist auch nicht schlecht. Ui, okay. Segnungsphase, nee, nee. Yo, okay. Easy. Abgeblockt alles. Und 2 geklaut. Sehr schön auf jeden Fall. Interesting.
Nun sieht auf jeden Fall schon mal viel vielversprechender aus. Ui, ganz schön viele Segnungssteine auf jeden Fall. Wow, also das ist echt ordentlich, was ich da bekommen habe. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen Full Aggro hier. Oh, not like this. Okay, die blockt zweimal. Aber die Pfeile kann sie nicht abblocken. Okay, einen Fall kann sie abblocken. Ui, das ist aber echt voll aggro gerade, was ich mache. So. Oh, das ist geil. Das nehme ich. Oh, ich habe das Game gewonnen. Und Rip? This will be over soon. I'm getting good at this. The gods favored your hand this time. Dare you tempt fate again? Nein. Another time, perhaps. Oh, ich habe auf jeden Fall jetzt einen Hinweis auf den Orden bekommen jetzt. Ja, easy. So, gefunden Hinweise. Untersuche die verschlossene Kammer auf dem Gelände des Eotunhofs östlich von Oxenafotske. Also folgendes weiß ich. Derjenige, der sich die Drehbank nennt, rumt... alles klar, okay. Also. Ich werde die ganzen Leute hier offscreen wegmachen. Es war auf jeden Fall ein interessantes Würfelspiel. Ich hatte echt Luck gehabt jetzt. Aber hab das Spiel auf jeden Fall schnell verstanden. War auf jeden Fall sehr, sehr gut, auf jeden Fall. War ein guter Tipp, oder? Ja, war auf jeden Fall ein guter Tipp. Dankeschön dafür nochmal. Und ja, damit würde ich einfach sagen, das war's dann schon mal von diesem Game. Ich weiß jetzt nicht, ob das der letzte Part sein wird, was ich mache. Ich werde wahrscheinlich dann noch als Special dann den letzten dort, den größten da vom Orden, werde ich wahrscheinlich auch nochmal streamen, wie ich den fertig machen werde oder aufnehmen. Mal gucken. Und ja, damit würde ich einfach sagen, wir sehen uns dann zum nächsten Stream wieder, ne? Bis dann und haut rein. Bye, bye.